Bereitschaft, der Schulunterricht fiel aus. Also auch in der Richtung war nicht viel zu holen für die NS. Im Januar 1945 war die Batterie auf dem Flughafen Tegel. Damals noch ein einfacher Feldflughafen mit Baracken. Aber zwei Ereignisse waren für das Weitere wichtig für mich. Erstens wurden wir kurzerhand alle zu Soldaten, sprich Kanonieren gemacht. Egal wie alt, interessierte auch nicht, dass ich ein halbes Jahr vorher von der Musterungskommission als zu mickrig auf ein Jahr zurückgestellt worden war. Die Batterie wurde geteilt, zwei Geschütze gingen an die Ostfront, zwei Geschütze blieben in Berlin. Ich war bei den Berlinern. Dadurch, dass wir Soldaten waren, brauchten wir keine NS-Armbinde mehr zu tragen, kriegten Zigaretten und Wehrsold. Und unsere Batterie lag dann in einem Vorort von Berlin und je weiter die Front vom Osten sich näherte, je weiter rückten wir in die Innenstadt vor, bis es so weit war, dass wir die beiden Geschütze, die wir hatten, stehen lassen mussten und im S-Bahn-Tunnel verschwanden und in der Zoogegend wieder auftauchten, die letzte Stellung am S-Bahnhof Bellevue bezogen, aber wir hatten keine Waffen. Die Soldaten hatten ihre Karabiner, wir Piefkes hatten nichts, kriegten also eine Schnellausbildung an der Panzerfaust und mussten dann an der Siegessäule Wache schieben. Ohne Ergebnis, denn zu dem Zeitpunkt waren die Russen an dieser Stelle noch nicht so weit vorgerückt, dass wir auf irgendwelche Weise auch in Kontakt kommen konnten. Das änderte sich alles ganz schnell, als es dann hieß, die Stellung wird aufgegeben, alles marschiert der Armee Wenck entgegen. Diese Armee Wenck, die es in wirklich gar nicht in der Form gegeben hat, sollte Berlin befreien. Also marschierte, wer Berlin ein bisschen kennt, also zwischen Stadtgrenze und Spandau auf der breiten Heerstraße, ein ungeordneter Haufen von Soldaten aller Dienstgrade, aller Waffengatterung Richtung Westen, immer weiter im Westen. Hinter Spandau geriet ich in russische Gefangenschaft, etwa eine Gruppe von 10 Personen. Wir wurden natürlich gefilzt, die Uhren wurden abgenommen. Und nur als Beispiel für den deutschen Beamten, zu unserer Gruppe gehörte auch ein Polizeibeamter in grüner Uniform, der wahrscheinlich auf dem Potsdamer Platz den Verkehr geregelt hatte, dem wurde die Uhr auch abgenommen. Er protestierte, das sei eine Dienstuhr, für die habe er quittiert und die müsse er auch zurückgeben. Er kann von Glück sagen, dass die Russen ihn nicht verstanden haben. Es hätte mindestens eine Tracht Prügel gegeben. Wir landeten letztlich in Fürstenwalde in der Ulanenkaserne, mussten die Pinschwerke demontieren, die Arbeitsgruppen 2 und 3, also die Kameraden, die noch etwas kräftiger waren, waren schon nach Osten abgetrennt. Zuletzt waren wir nur noch 4 Jugendkompanien. Und dann hieß es, der Russe braucht die Ulanenkaserne für eigene Truppen, ihr werdet entlassen. Und Ende August marschierte ich hinter dem A, weil das B im Russischen, das W im Russischen ein B ist, hinter dem A in die Freiheit hinaus. Etwas umständlich das Ganze nach Berlin zu kommen, aber an meinem 17. Geburtstag war ich zu Hause, amerikanischer Sektor, froh und dankbar, dass ich die Endkämpfe um Berlin ohne Verwundung überstanden hatte. Aber was ich nicht wusste, dass ich im Handgepäck eine Lungentuberkulose mitgebracht hatte, wie erst später erkannt wurde, aber im Frühjahr 48 ausgeheilt war, Abitur 47, im Dezember, ja, Lebenslauf interessiert er mich weiter.
Gut, dann darf ich habe noch eine Frage. Ja? Ja, ja, ich sitze hier vorne, es macht aber nichts. Es ist eine etwas persönliche Frage. Mich interessiert, ob Sie zu Ihren beiden Staatsanwaltskollegen aus dem ersten Hauptprozess über das Ende der Verhandlungen hinaus noch Kontakt hatten. Weil ja. Die politische Entwicklung oder die persönlichen politischen Haltungen haben sich ja offensichtlich da auch differenziert. Und ich würde gerne wissen, ob Sie noch Kontakt hatten und ja, was sich da so ergeben hat. Also zum Kollegen Vogel in Darmstadt allemal. Und Kügler war Rechtsanwalt, auch in Frankfurt natürlich. Und ich selbst habe mit ihm nicht streitig verhandeln müssen, aber er war ein sehr gefragter und sehr gut verdienender Anwalt geworden. Ja. Aber das ist vielleicht nicht Ihre Frage, ich kann das akustisch sehr schlecht umsetzen. Hast du mit den beiden noch Kontakt gehabt? Ja, oder? Natürlich. Gibt es noch eine Frage? Ja, da vorne. Ich wollte wissen, ob Sie jemals Reue oder eine Einsicht der Schuld erlebt haben. Nein. Bei den Tätern. Nein. Leider, wir hatten immer darauf gehofft, dass einer über den Graben springt, aber sie konnten nicht leugnen, dass sie in Auschwitz waren, aber sie haben ja da nichts Böses getan. Noch eine Frage da hinten. Ich würde gerne verstehen, wieso ein Jurist, der als Jude nach England geflohen ist, wie Sie gesagt haben, sich oder auch von anderen vielleicht als befangen angesehen wurden, um so einen Prozess zu leiten, während ein anderer Jurist, der im NS-Reich Recht gesprochen hat, nach Nazirecht, nicht als befangen angesehen wurde. Er hat sich von selbst für befangen erklärt. Er ist nicht von anderen für befangen erklärt. Das gibt es ja auch, dass der Angeklagte einen Richter für befangen erklärt haben kann. Das ist gar nicht so selten, aber wird praktiziert. Tja, für die Dinge halt laufen. Nicht? Dass er war der Meinung, dass er zu befangen sei, um da ein gerechtes Urteil fällen zu können. Gibt es noch eine letzte Frage? Hier vorne noch? Achso, ja. Eine Frage noch und dann müssen wir das auflesen hier. Ich sehe nicht. Gehe ich recht in der Annahme? Ich höre nichts. Stimmt? Ja. Gehe ich recht in der Annahme? Wenn, also ich habe auch einen Vater, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass er auch bei den Nazis war. Ich kann mich gut erinnern, wie er reagiert hat nach dem Krieg. Wir haben uns immer bemüht und jetzt soll alles falsch gewesen sein und wir sind alle böse. Und gestern Abend waren wir hier in dem Film Deutschstunde. Da konnte man ja auch ganz wunderbar erleben, wie die Menschen oder diese Hauptperson, dieser Vater, selbst nach dem Krieg immer noch eisern bei dem geblieben ist, was er vorher als richtig empfunden hat. Dass diese Menschen damals einfach so weiter, also für sich so weitermachen mussten, weil sie sich selber nicht treu geblieben wären. Und wo ist denn jetzt nun die Treue? Also ich glaube, dass sie auch sehr in inneren Zerrissenheit geraten sind, aber es wäre vielleicht auch für sie selber Verrat gewesen und so weiter. Ich möchte nicht eine Entschuldigung aussprechen. Aber ich habe so den Eindruck, dass es ein Grund war und das wäre für mich jetzt auch ein Hinweis, nicht nur gegen das Vergessen zu kämpfen, sondern dass eigentlich jeder einzelne Mensch immer bei sich anfangen muss, offen zu sein, zu betrachten, was er vielleicht mal falsch gemacht hat
und dann auch dazu stehen zu können. Und auch wenn es schmerzhaft ist, ob es die eigenen Eltern waren oder ob man selber ein Fehlurteil gebildet hat. Aber glauben Sie auch, oder können Sie sich vorstellen, dass es wirklich dieses Gefühl, nicht mit dem Unrecht, mit dem eigenen Unrecht leben zu können und dann auch noch entschuldigt zu werden, dass das mit ein Grund war, dass keine Reue gezeigt wurde? Das. Okay. Dann danke ich dir, Gerd Wiese, dass du heute gekommen bist. Ich danke auch Ihnen, dass Sie gekommen sind. Wir haben noch weitere Veranstaltungen in der 9. November 1938 Gedenkreihe. Sie können draußen sich nochmal informieren. Schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis bald im Kino.